Wladimir Klitschko steht da. Sein Trainer Emmanuel Stewart wartet mal wieder. Jetzt kommt er, David Hay. Also doch noch. Okay, come on. Let's go. All right, gentlemen. You got your instructions. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Now, touch him up. And God bless. Touch him up. Let's go. Let's go. Toute technologie. Die erste Runde. Werden die großen Erwartungen erfüllt? Wird es ein Kampf des Jahrzehnts? Was wird hier passieren? Wer setzt den ersten Treffer? Da bleiben auch beide langen Instruktionen, um dann nicht kalt erwischt zu werden. Da ist David Hay viel hin und her gelaufen. Aber auch bei Wladimir Klitschko sieht man ganz viel Scheiße auf der Stirn. Der hat sich da warm eingepackt. Und jetzt gilt es, die Führhand ins Ziel zu bringen oder für Hay darunter wegzutauchen, dann vorbeizugehen. Das wird natürlich der Schlüssel dieses Kampfes sein, die Führhand von Klitschko. Wenn er sie etablieren kann und wenn er schafft, dass Hay auf der langen Distanz steht und nicht rankommt, und dann hat er den Kampf so gut wie sicher in der Tasche. Aber wenn es Hay gelingen kann, da vorbeizugehen, vielleicht indem er mehr zum Körper agiert oder so beweglich ist, wie er es jetzt hier probiert, dann hat er eine gute Chance. Rankommen, ranspringen und dann entweder den linken Haken oder die rechte Hand auszuschlagen. Das sind die Waffen. Er sagt ja, er hat noch viel mehr. Er hat sich da noch andere Dinge ausgedacht. Mal sehen, was da passiert. Nur zu Boden geschubst. Kein Treffer, keine Schlagwirkung. Über den Fuß gestolpert. Für Klitschko, wunderbar, man den Eindruck, das ist ein Heimspiel für David Hay, so viel wie die britischen Fans gesungen haben. Und das will man auch tun, der steht da ohne Deckung, der will ihn locken, der will ihn kontern. Aber viele Gegner von Klitschko haben gesagt, auf einmal, wenn die erste Führhand einschlägt, dann merkt man erst, wie schnell der schlagen kann, dann merkt man erst, wie hart er schlagen kann. Guter Versuch auch von Hay. Sind so diese Vollmacher, diese Haymaker, die da ranfliegen. Er schlägt nicht ansatzlos oder nur selten ansatzlos. Er holt immer ein bisschen aus. Das erhöht natürlich noch die Schlagkraft, aber eben auch die Möglichkeit für den Gegner, diesen Schlägen dann auszuweichen. Der Stoff von der Ringmitte bedeutet, Hay muss die langen Wege gehen. Das wird in der ersten Runde noch nichts machen, aber irgendwann kann das einfach viel Kraft gekostet haben. Zählbare Treffer in dieser ersten Runde, trotzdem nicht so das klassische Abtasten, da ist schon ein bisschen mehr Intensität drin, die kann man deutlich spüren. Er versucht zum Körper mit der linken und dann die rechte so drüber geschlagen, das ist auch so eine typische Haymaker-Hay-Aktion. Guter Versuch von David Hay, letzten Sekunden einer interessanten ersten Runde. Entschuldigung, könnte ich bitte ein Autogramm haben? Das kann man hier gar nicht lesen. So, ist fein. Wenn alles klar und verständlich ist, dann ist es DiBa Du, das Extrakonto der ING DiBa. Kostenlos, täglich verfügbar. Und jetzt mit 2,2% Zinsen für das erste Extrakonto. ING DiBa, die Bank und du. Wenn Männer Haare an Substanz verlieren, brauchen sie professionelle Produkte. Neu Sires Men mit Hochleistungsformel für Kraft und Fülle. Salonstark. Und das Beste? Ich bekomm's im Einzelhandel zu einem unglaublichen Preis. Neu Sires Men. Professionelle Haarpflege, die man sich leisten kann. Jetzt doppelt profitieren. Tada! 2,2% Zinsen und 20 Euro Gutschrift für das erste Extrakonto bei der ING DiBa. DiBa. Zweite Runde, beide Trainer grundsätzlich zufrieden. Stewart also, der gesagt hat, der Trainer von Klitschko genauso weitermachen. Er kann sich jetzt schon kaum noch auf den Beinen halten. Er spielt dafür so Situationen an, wo Hay wegrutscht. Und genauso weiter, du lockst ihn gut in deine Aktion.
Das war die Aussage von Adam Booth, dem Trainer von David Hay. Auszuweichen. Das macht er in unterschiedliche Richtungen, wenn Sie darauf achten wollen. Da geht man nach links und da geht man nach rechts. Und da wird auch nochmal den Versuch starten, vielleicht unter der Führhand durchzutauchen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dann mit dem Konter durchzukommen. Das sind diese wild angesprungenen Aktionen. Aber obwohl das manchmal wild aussieht, er hat eine hohe Trefferquote. Er ist sehr präzise in dem, was er da macht. Also das ist alles andere als nur wild. Die linke Schulter von Klitschko ist schon rot. Da sind ein paar Treffer drauf gelandet. Er zieht sie hoch, verteidigt damit auf seinen Knie und hat es damit eben geschafft, den einen oder anderen Schlag schon abzufangen. Wilde Aktion von Hay und da fehlten ein, zwei Zentimeter. Guter Konter von Klitschko. Gut weggegangen. Hay hat ein gutes Auge, er kann Schläge verhindern. Und in Kiew, da geht jetzt eine ältere Dame einsam spazieren. Sie hat ein Handy dabei, sie wartet auf den Anruf. Das ist die Mutter von Wladimir Klitschko und sie wartet auf den Anruf von Vitali, wie denn der Kampf ausgegangen ist. Das macht sie immer so. Schaut sich die Kämpfe nicht im Fernsehen an. Er bleibt da nicht stehen, das wäre einfacher für Hay. Wenn der nach vorne läuft, hat er dann die Schwierigkeit ranzukommen. Schön zum Körper. Und dann weggegangen, die rechte verhindert Klitschko. Das hat er auch im Trainingslager gemacht. Häufiger die rechte eingesetzt, viel früher. Mehr Kämpfe gesehen, da hat er das erst nach 4-5 Runden die rechte noch ausgepackt. Er versucht hier etwas früher. Guter Versuch wieder von Hay zum Ende der Runde. Der jetzt vorbei ist. Mein RTL. Jetzt erlebt ihr 3D in einer neuen Dimension. Transformers 3 in 3D im Kino. Ich gehe mir Hausaufgaben machen. Darf ich heute den Tisch abräumen? Sollen wir ihr Unkraut gleich mitzupfen? Spinne. Audiosystem mit CD-Player, MP3-Funktion und USB-Anschluss. Leichtmetallfelgen, 2-Zonen-Klimaautomatik. Unglaublich, unfassbar gut ausgestattet, unfassbar günstig. Der Avensis Edition und Verso Edition. Jetzt 4 Jahre sorgenfrei mit Toyota komplett. Überall bauen Menschen mit uns auf Sicherheit und Verlässlichkeit. Deutschland, Schwäbisch Hallland. Keiner erfüllt mehr Wohnwünsche als die Nummer 1. Recht, wird das ein 2- oder 3-Runden-Kampf, dann müsste Hay jetzt einiges machen. Machen oder nicht machen. Man müsste genauer in die Köpfe reinschauen können, um zu erkennen, was glauben Sie im Moment? Wie gut läuft das mit der eigenen Taktik? Die Führhand kommt, sie kommt schnell, sie kommt noch nicht besonders hart. Klitschko will hauptsächlich treffen. Die Härte, so fordert es dann auch sein Trainer, kann dann später kommen. Wachsam bleiben. Nochmal die Führhand von
David Hay. Mehr oder weniger ungezeichnet nach Kämpfen Wladimir Klitschko. Ungetroffen, könnte man sagen. Jetzt Nasenbluten bei Klitschko. Also ein Teilziel, ein Etappenziel von Hay ist erreicht. Weggegangen. Schön gemacht. Das sind gute Defensivaktionen von Hay. Das sieht richtig gut aus. Und Klitschko darf nicht einfach nach hinten weggehen. Dann wird er so getroffen. Gute Aktion von Hay. Und jetzt kommt Klitschko. Und ein Lächeln von Hay. Jetzt wird es ein richtiger Fight zum Ende der dritten Runde. Hängt tief, die letzten Sekunden dieser dritten Runde erdrückt und er lässt sich auch zu Boden drücken, er wird nicht angezählt werden, alles gut. Mein RTL 1 und 1 präsentiert das Samsung Galaxy S mit 2 Kameras, brillantem LCD-Display, innovativer Swipe-Texteingabe und über 280.000 Apps. Und die 1 und 1 Allnet Flat. Unbegrenzt im Internet surfen, kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle Handynetze telefonieren. Das Ganze in bester D-Netz-Qualität. Entweder mit eigenem Handy oder das Samsung Galaxy S für 0 Euro dazu bestellen. Nur bei 1und1.de. Kompromisslos gegen Schuppen. Das Schuppenkiller-Shampoo. Alpecin bringt erstmals 4 der besten Wirkstoffe in einer eigenen Formel. Für den täglichen Kampf gegen die Schuppen. Neu. Das Schuppenkiller-Shampoo. Von Alpecin. Und um zu beweisen, das war vielleicht nicht die beste Runde von Wladimir Klitschko, aber er ist hier, um den Kampf anzunehmen. Da stand er ganz früh schon wieder da und wollte, dass die vierte Runde losgeht. Er war der Erste, der da schon in der Ringmitte stand. Der will es hier wissen. Oh. Wuchtige Rechte von Klitschko. Das klang richtig gut, aber die war nicht voll im Ziel. Aber er holt sich früher raus. Er verlässt sich nicht nur auf die Führhand. So, schön gemacht. Das sind gute Finden von David Hay. Der hier für uns mitpunktet, hat die zweite und die dritte Runde an Hay gegeben und die erste Runde an Klitschko. Die britischen Kollegen haben alle Runden bislang für Wladimir Klitschko gewertet. Entscheidend wird sein, was die drei Punktrichter, wenn es denn so lange geht, auf ihren Zetteln haben. Adelaide Bird, Michael Koenig, Stanley Christodoulou. Der Zwischenstand auf Landes zu entscheiden, denn das ist ein intensiver Kampf und die beiden werden hier weiter versuchen, ihre Treffer gut ins Ziel zu bringen. Das Regiment der Langeweile, so hat David Hay die Regentschaft von Wladimir Klitschko genannt, der mittlerweile seinen 18. WM-Kampf hier bestreitet. Eine 2. Titelverteidigung. Welches Ziel will Klitschko heute erreichen? Das ist die Frage bei unserem Gewinnspiel. Schauen Sie auf die Textseite 200.